Die wichtigsten Ordertypen beim Kauf von Aktien und ETFs sind Market Order, Limit Order, Stop Loss, Stop Limit und Trailing Stop. Wie diese funktionieren und in welchen Szenarien diese sinnvoll sind, erfährst du in diesem Video. Starten wir mit der Market Order. Wenn du eine Market Order aufgibst, erhältst du den bestmöglichsten Kurs für deine Handelsanweisung, also deinen Kauf oder Verkauf, der aktuell an der Börse verfügbar ist. Beim Kauf ist es entsprechend der geringste Kurs und beim Verkauf der höchste Kurs, der aktuell angeboten wird. Und der große Vorteil an der Market Order ist, dass diese wirklich sofort ausgeführt wird. In seltenen Fällen unterscheidet sich der Kurs, zu dem die Order aufgegeben wurde, und der Kurs, zu dem die Order dann wirklich ausgeführt wurde. Das kann passieren bei Wertpapieren, die ein geringes Handelsvolumen haben, also wenig gehandelt werden und starken Preisschwankungen unterliegen. Machen wir weiter mit der Limit Order. Diese wird nicht sofort ausgeführt, sondern erst, wenn beim Kauf eine Untergrenze oder beim Verkauf eine Obergrenze erreicht wird. Ein Beispiel, du setzt eine Kauforder von 95, die Aktie steht aktuell bei 100, dann wird entsprechend erst die Aktie eingekauft, wenn diese den Preis 95 erreicht. Beim Verkauf wäre es entsprechend andersrum, die Aktie steht weiterhin bei 100, du willst sie verkaufen und setzt zum Beispiel eine Limit-Order von 110. Und erst wenn die Aktie noch ein Stück weiter steigt, auf 110, dann wird sie auch verkauft. Das kann in gewissen Szenarien Sinn machen. Gerade beim Kauf, wenn ich davon ausgehe, dass die Aktie erst noch ein bisschen fallen wird und dann will ich einsteigen. So kriege ich einen günstigeren Preis. Oder beim Verkauf, wenn ich vermute, die Aktie wird noch ein bisschen steigen, da ist noch ein Aufwärtstrend, der sich aber dann beenden wird und die Aktie wird nicht weiter steigen. Aber hier muss man natürlich auch sehen, dass nicht garantiert ist, dass die Order auch ausgeführt wird. Also man hat zwar leichtes Optimierungspotenzial, aber diese Sicherheit, dass die Order durchgeht, die hat man nicht. Deshalb ist es auch wichtig, die Gültigkeit hier zu beachten. Wie lange soll die Order im Orderbuch sein und wann soll sie verfallen? Und gerade wenn man hier jetzt einen Wert setzt, der etwas weiter vom aktuellen Kurs entfernt ist, sollte man da auch wirklich ein Auge drauf haben. Persönlich ist mir hier auch mal ein Fauxpas passiert. Ich habe eine Kauf-Limit-Order gesetzt, ein paar Euro unter dem aktuellen Kurs mit einer Gültigkeit von 30 Tagen. Dann ist die Aktie aber erstmal angestiegen und tatsächlich wurde die Order erst nach 4 Wochen ausgelöst. Ich hatte das bis dahin gar nicht mehr auf dem Schirm, hatte schon eine andere Aktie gekauft und auf einmal war mein Konto leer. Das heißt, muss man auch immer aufpassen, dass sowas nicht passiert. Kommen wir nun zu den Start- und Stop-Orders. Auf der Kaufseite haben wir hier die Start-Buy-Orders und hier wird nicht wie beim Limit gekauft, wenn der Kurs günstiger ist, sondern wenn er gestiegen ist. Und das mag auf den ersten Blick etwas kontraintuitiv sein. Denn wenn eine Aktie zum Beispiel auf 100 steht, wieso sollte ich dann erst kaufen, wenn die Aktie 110 erreicht hat? Das kann aber in gewissen Szenarien Sinn machen, wenn ich zum Beispiel vermute, dass eine Aktie einen Aufwärtstrend hat, wenn die ein gewisses Kurslimit erreicht hat und ich dann erst einsteigen will, dann mit dabei sein, dann kann sich das lohnen. Viel interessanter ist aber hier die Stop-Loss-Order, denn hiermit kann ich mich gegen fallende Kurse absichern. Es ist so, dass ich einen Stop-Loss setze und dann wird eine Market-Order platziert. Im Beispiel, die Aktie steht auf 100, ich setze meinen Stop-Loss auf 80 und sobald die Aktie auf 80 runterfällt, wird die Market-Order platziert und die Aktie wird verkauft. In den meisten Fällen wird dann auch die Aktie wirklich zum Stop-Loss-Preis verkauft. Aber wir haben hier die gleiche Thematik wie beim Unterschied zwischen Market- und Limit-Order. Als Beispiel, die Aktie steht auf 100, mein Stop-Loss ist auf 80. Jetzt kommt aber eine Ad-Hoc-Meldung und die Aktie fällt rapide ab auf 40 Euro. Dann würde ich in dem Fall, bei 80 wird eine Market-Order platziert und ich würde dann sozusagen für 40 Euro verkaufen. Sowas könnte zum Beispiel sein, wenn ein Biotech-Unternehmen vielleicht ein Patent aberkannt wird, das bereits im Kurs eingepreist war. Start-Buy und Stop-Loss gibt es auch ebenfalls in Verbindung mit Limit-Order. Also sprich, wenn der Kurs erreicht wird, den ich gesetzt habe, wird keine Market Order platziert, sondern eine Limit Order. Bevor wir uns das aber anschauen, falls dir das Video bis jetzt gefallen hat, falls du Mehrwert daraus gezogen hast, abonniere doch gerne den Kanal. Die Stop Limit Order. Wenn wir im Beispiel uns das anschauen, die Aktie steht auf 100, ich setze meinen Stoppkurs auf 80 und dann den Limitpreis auf 75. Wenn die Aktie nun auf 80 fällt, wird maximal zu einem Kurs von 75 verkauft. Das öffnet mir einfach noch mehr Spielraum, noch mehr Möglichkeiten. Es kann natürlich in manchen Szenarien gut sein, in manchen auch schlecht.
Klar, in dem Beispiel, wenn es jetzt auf 40 abfällt, würde ich nicht verkaufen, weil ich ja mindestens 75 € für die Aktie haben will. Aber vielleicht ist es ja auch besser, wenn ich verkauft hätte zu 40, wenn die Aktie danach noch weiter fällt. Da muss man sich auch immer im Klaren sein, es gibt hier nicht die beste Orderart, sondern je nach Szenario, je nach individueller Präferenz ist es eine Entscheidungssache. Und auch generell eignen sich zwar Stop-Loss und Stop-Limit sehr gut, um sich gegen Kursverluste abzusichern, aber es kann natürlich auch sein, dass man hier ausgebremst wird. Also wenn die Aktie der ETF einen Rücksetzer macht und danach stark ansteigt. Und so kann es sein, dass ich hier auch einen Aufwärtstrend verpasse. Das Gleiche gibt es natürlich auch auf der Kaufseite mit Start-Limit-Ordern. Diese werden aber auch nicht so häufig verwendet, genauso wenig wie die Start-Buy-Order. Der letzte Typ, den ich auch sehr spannend finde, ist die Trailing-Order. Und das ist sozusagen eine dynamische Start- oder Stopp-Order. Und hier setzt man einen absoluten oder einen prozentualen Wert und muss diesen nicht mehr nachziehen, auch wenn sich der Kurs verändert. Beispiel: Die Aktie steht bei 100 und jetzt setze ich eine Trailing-Stop-Order auf 80%. Sprich, ich habe einen maximalen Verlust von 20%. Und egal, wie sich jetzt die Aktie entwickelt, ich habe immer diese 80% vom Höchststand sicher. Die Aktie würde jetzt bei 100 bleiben und würde weiter abfallen, dann würde ich bei 80 € entsprechend verkaufen. Steigt die Aktie jetzt aber immer weiter an und erreicht irgendwann mal den Höchstwert von 200, würde sich dieses Limit automatisch nachziehen auf 160. Und wenn sie dann wieder fallen würde, würde ich bei 160 verkaufen. Und so habe ich sozusagen maximalen Verlust vom All-Time-High von 20%. Also seit ich diese Order natürlich platziert habe. Und das ist sehr spannend, weil ich das Limit nicht nachziehen muss. Auf der Käuferseite gibt es das natürlich auch. Ich könnte mir jetzt sowas überlegen, okay, wenn ich 20% über dem niedrigsten Kurswert bin, dann will ich kaufen. Und hier muss ich dann nicht den absoluten Wert setzen, sondern es wäre sozusagen auch, wenn die Aktie noch ein bisschen weiter fällt, 20% höher ist, dann steige ich ein. Wenn ich natürlich irgendwie die Strategie habe, die Vermutung, dass dann ein Aufwärtstrend entsteht. Weiterhin gibt es noch exotische Typen wie zum Beispiel One Cancels oder Order on Event Orders. Die will ich jetzt aber nicht eingehen. Aber ich will dir noch ein paar wichtige Tipps aus der Praxis mitgeben und auch noch meine persönlichen Erfahrungen, wie ich dazu stehe. Je nach Ordertyp können sich die Kosten der Order unterscheiden. Die Market Order ist meistens die günstigste beim Broker. Und hier ist es auch so, dass je nach Broker die Verfügbarkeit von den Ordertypen unterschiedlich ist. Also manche haben nur wenige, nur Market Order und manche haben auch wirklich eine ganze Palette und sogar noch mehr. Und die Kosten für die Order fallen auch erst an, wenn diese ausgeführt werden. Also sprich, wenn du jetzt ein Depot hast mit 10 Positionen, du setzt 10 Stop-Losse, um dich gegen Verluste abzusichern, dann hast du erstmal keine Kosten. Erst wenn diese Ordern wirklich gezogen werden. Insgesamt stehen hier also sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung. Aber man sollte es aus meiner Sicht auch nicht zu exzessiv nutzen. Ich glaube, es macht Sinn, sich gegen Verluste mit Stop-Loss, Stop-Limit je nach Präferenz abzusichern. Aber gerade wer eigentlich an das passive Investieren glaubt, also wirklich langfristig investieren will, der kauft am besten einfach und hält dann bis zur Unendlichkeit. Schreib mir gerne in die Kommentare, falls du noch Fragen hast. Vielleicht hast du noch andere Ordertypen und vielleicht check auch nochmal dieses Video ab.